Nein, ich wusste nicht, dass er oben eingeschlossen war. Hör zu, ich muss hier gar nichts Ihr habt recht. Ich werde Aidans Ring dem Ältesten der Stadt bringen und Sie entscheiden lassen, wie die Sache zu behandeln ist. Vielleicht könnten Sie mit diesem Ring Aidans Schatten heraufbeschwören, ihn dazu befragen. Vergehen müssen bestraft werden. Also, außer so kleinere Vergehen wie Schlösser knacken zum Beispiel. Hört zu, wartet. Ich sage euch, was passiert ist. Zunächst mal, ich habe Aidan kein Haar gekrümmt. Also ist Aidan tatsächlich tot. Also gut, ja, aber es war nicht meine Schuld. Ich komme eines Nachts in den Gasthof, nachdem ich es gerade noch durch den Kuldaha-Pass geschafft habe, und da liegt er auf dem Boden, kalt und steif. Ich bin schon öfter durch den Pass gekommen, habe mich ein bisschen mit dem alten Aidan unterhalten und wusste, dass er keine Angehörigen hat. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Man hörte Gerüchte über Leute, die verschollen waren, also habe ich seine Leiche außerhalb der Stadt begraben und dann, naja, dann habe ich Feder und Tinte zusammengesucht und die Verfügung selbst geschrieben. Zugegeben, ich habe ihm seine Habseligkeiten abgenommen. Ich hätte den verdammten Ring lieber wegwerfen sollen. Aber seht mal, ich füge niemandem Schaden zu. Er hatte wirklich keine Angehörigen und diese Stadt braucht einen Gasthof. Ja. Warum habt ihr das getan? Ihr werdet diesen Laden vermutlich nicht verkaufen können und die stürmische Jahreszeit schneidet die Karawanenstraßen zu oft von hier ab, als dass ihr Umsatz machen könntet. Naja, es ist schon mal ein Haus. Ich weiß. Es ist nur... Ich weiß nicht. Ich habe es satt rumzureisen und ich hatte auf einmal das Bedürfnis, mich niederzulassen. Wahrscheinlich ist es der Halbling in mir. Wenigstens habe ich mich nicht mit einem verdammten Maulwurfsbaum eingenistet und eine stinkende Tabakpfeife geraucht, bis ich vor Langeweile umkomme. Sehr schöne Anspielung. Es ist zwar schön, dass ihr Aidan nichts angetan habt, aber ihr hättet nicht die Leiche verstecken und die Verfügung fälschen dürfen. Es gibt bestimmte Leute hier, die ihn kannten und mochten und sie hätten ihm sicher gerne die letzte Ehre erwiesen. Außerdem besagt Aidans Ring, dass der Gasthof Kuldaha gehört und nicht euch. Was ihr getan habt, war Unrecht. Naja, Gwendolyn redet gerade mit ihm und nicht Gerugon. Hör zu, Alvin. Ich suche nur eine billige Unterkunft für die Nacht. Oder jede andere Nacht, die ich mich ausruhen möchte. Ihr wollt nur, dass ich den Mund halte. Sieht aus, als könnten wir uns gegenseitig einen Gefallen tun. Ja. Also wenn das wirklich unter den beiden bleiben würde, aber ich denke, die Gruppe wird es inzwischen mitbekommen haben, was da vor sich geht, weil die beiden sich so lange unterhalten. Und dann mischen sich die guten Charaktere schon ein. Und sorgen dafür, dass wir das hier auswählen. Also, es gehört Kuldaha und was ihr getan habt, war Unrecht. Ha. Bevor ihr mich hier weitere Predigt haltet, solltet ihr erstmal mal damit aufhören, Schlösser aufzubrechen und unbefugt irgendwo einzudringen. Das stinkt nach Diebstahl und das stellt uns meiner Ansicht nach auf eine Stufe. Also, Gwendolyn und ihn. Da habt ihr wohl recht. Trotzdem möchte ich, dass ihr mit dem Ältesten der Stadt sprecht und ihnen erzählt, was ihr getan habt. Wenn nicht, rede ich mit ihnen und das wird auf lange Sicht für euch schlimmer. Ha, hör zu, vielleicht könnten wir, ich meine, was sollte mich davon abhalten? Die Stadt verlassen? Da werdet ihr nicht sehr weit kommen. Der Pass wurde von einer Lawine zugeschüttet und außerdem machen Räuber die Berge unsicher. Legt einfach vor dem Ältesten ein Geständnis ab. Ist gut, verdammt. Ich werde mit ihnen reden, jetzt lasst mich in Frieden. Ich werde jetzt bestimmt hier kein Zimmer mehr mieten können. Die Preise werden wahrscheinlich recht hochgehen, solange er noch das Sagen hat. Und ich würde ungern im Dolch im Rücken aufwachen. Aber es war das Richtige. Mein zumindest, ja. Paladin. Lebt wohl. Ja. Okay. Es soll geschehen. Genug hier erledigt. Dann schauen wir jetzt doch mal. Gewiss. Zu dem Händler da vorne. Schau mal, ob es ein bisschen irgendwo steht. Nicht so wirklich viel. Okay. Dann gucken wir halt auf eigene Faust.
Vielleicht können wir bei ihm ja auch ein paar von den Bögen und so weiter loswerden. Dann müssen wir nicht ganz zum Schmied. Mit dem Druiden reden lohnt sich noch nicht. Wir haben noch nicht so viel rausbekommen. Also ja, wir haben rausbekommen, dass es nicht wirklich mit dem Tal der Schatten bisher auf sich hat. Also da ist zwar auch Unheil am Werke, aber das bleibt halt im Tal der Schatten selber. Es bedroht nicht wirklich die Stadt. In Ordnung. Und es betrifft eigentlich auch nur eine Krypta von ganz vielen. Das ist ein Laden. Das hatten wir doch schon alles. Nein, nein, ich will nur sehen, was du zu kaufen hast. Ja, er kauft schon mal keine Waffen. Die Yeti-Pilze wären zwar bei ihm mehr wert, aber will sie nicht haben. Das ist schon mal gemein. Edelsteine können wir verkaufen. Ja. So, Goldringe. Bum, 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 bum. Oh ne, das nicht. Das ist ein Familienerbstück. Das ist noch für irgendwas wichtig. Mirek. Auch wenn wir noch nicht wissen, wer Mirek ist. Irgendwas anderes davon besonders? Nein. Verkaufen. Das sollten wir gleich rausholen und irgendwo anders hin tun. Und der Rest hier war viel zu teuer. Wir sollten auch einen guten Puffer uns bewahren an Goldmünzen, falls nochmal einer von uns umgibt. Ja, das werde ich bestimmt nicht verkaufen. Nee, schade. Ich gehe mal ganz kurz. Nichts, was irgendwie mit Fängen zu tun hat. In Ordnung. So, hol mal bitte die Kette daraus. Danke. Er schickt uns sonst einen Druiden, da waren wir aber schon. Der Magier, kann der das mit den Fängen machen? Oh, wahrscheinlich. Ist da wirklich nichts notiert? Ist alles erledigt. Gewiss. Aber wo wir schon mal hier sind. Klappern wir kurz den Magier ab, da können wir auch Sachen kaufen und verkaufen. Danach geht's zum Schmied, der kauft dann hoffentlich den Rest auf. Und einer von denen wird dann wohl hoffentlich auch das mit den Pferden machen können. Wir hatten noch einen Handwerker in der Stadt, aber das war, glaube ich, ein Tischler? Nee, Töpfer. Gewiss. Ist das im Arbeitszimmer? Okay, der Goblin hat schon mal nichts zu tun. Es soll geschehen. Hi. Ah, doch hier. Mirek hat erwähnt, dass ihr vielleicht etwas mit diesen Yeti-Pelzen anfangen könntet. Yeti-Pelze sind nicht gerade das beste Material zum Arbeiten, aber Conlan und ich können vielleicht einen Lederharnisch daraus machen. Er ist ein bisschen gröber und starrer als Leder. Ich werde einige Verzauberungen ins Material einfügen. Fügen können, während das aushärtet. Aber dafür ist viel Material erforderlich und einige kostspielige Zauberzutaten. Wir brauchen wahrscheinlich 10 Pelze und 2500 Gold. Ja, nee, danke. Und auch hiervon kaufst du nichts. Nichts. Du kaufst gar nichts. Und deine Sachen sind mal wieder zu teuer. Aber wir wissen jetzt wenigstens, wo wir hingehen könnten, wenn wir noch viel, viel mehr Pelze hätten. In Ordnung. Schade ist, ich muss jetzt nämlich komplett... Ja, komplett einmal außenrum bis zu dem Wurzelanfang hier und dann hoch zum Schmied. Um dann endlich meine Waffen loszuwerden. Das, ist ja auch mit einer der Hauptgründe, warum wir zurück ins Dorf gekommen sind. Da müsste. Ne, ein weiter. Da. Du bist nicht zufällig Mirek, oder? Oh doch. Warte mal. Habt ihr das Erbstück schon gefunden? Wegen seinem Bruder, ne? Stimmt. Hier ist es. Es befand sich im Bauch einer der größten Yetis. Ich glaube nicht, dass Silas überlebt hat. Armer Silas. Zumindest kann ich das Erbstück nur an meine Söhne weitergeben.
Aber bitte, nehmt dies. Das ist das Mindeste, was ich für euch, für eure Mühen geben kann. Wir haben es geschafft, Merik aus Kuldaha sein Familienerbstück wiederzubringen. Was haben wir gekriegt? Eine nicht identifizierte Schleuder. Schleuder plus 1. Zing. Und ein Stufenaufstieg. Ich bin dafür, wenn ihr im Fall entschärfen und finden. So. Und dann nochmal Schlösser öffnen. Einverstanden. Und wesentlich wichtiger, sie ist jetzt ein wenig zäh. Das heißt, wenn nochmal so ein Überfall kommt, dann kann sie eventuell auch schnell genug fliehen. So, Schmiede, rein da. Weiter! Okay, das sieht doch schon besser aus. Also, Bögen. Ja, die langen Bögen bringen ein bisschen mehr. Erstklassiges Langschwert, erstklassige Keule. Bum, bum, bum. Verkaufen. Ja, regulärer Kurzbogen. 200 Goldmünzen für eine kaputte Rüstung. Da, achso, ich hatte schon mal geguckt wegen Reparieren, da war nichts. Nee. Ja gut, dann verkauf sie. Wurfpfeile werde ich nicht nutzen. Ah ja, hier kommt das gute Zeug. Also Kriegshammer plus 1 weg. Langbogen, Kurzbogen plus 1 weg, Kurzbogen plus 1 weg. Riesenhellebarde, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Weil er kann auch mit Hellebarden umgehen, oder? Ist allerdings keine magische Hellebarde. Ne, weg damit. Oh, viel besser. Okay. So, damit sollten wir jetzt alles verkauft haben, was verkauft werden sollte. Ja, die restlichen Sachen hier sind zu teuer. Eine Axt plus 1 wäre super. No. So, du hast gar keinen Zweihänder plus 1. Das ist nur ein Erstklassiger oder Makelloser. Das Langschwert ist für einen Notfall. Ne, ja, das ist okay so. So, dann jetzt endlich auf zurück ins Tal der Schatten. Unsere Gruppe ist schon ganz hibbelig zu schauen, was hinter der Tür da ist. Auch wenn Gwendolyn jetzt ein wenig vorsichtiger ist, ist sie trotzdem neugierig. Also, da zurück. Schön sammeln. Und ins Tal der Schatten. In Ordnung. Könnten wir jetzt vielleicht 8 Yetis treffen? Also theoretisch könnten wir einfach hier draußen ab und an kampieren und müssten dann so auch auf Yetis treffen. Also auf Yetis und oder Schatten. Oh, und das sollten wir vielleicht sogar einmal tun, weil Talana schon 1, 2 von ihren Zaubern verbraucht hat für heute. Und die Krypta wurde ja doch schon recht gefährlich, je weiter man eindrang. Da sollten wir alles an Zaubern nutzen. Alle da? Gut, dann bitte einmal kampieren. Und Yetis. Was ein Zufall. Du solltest nicht da unbedingt stehen. Auf in den Sieg! Heilt sie. Das wären jetzt 4 Pelze. 6 Pelze.
den Schützen! So, okay. In Ordnung. Weiter. Aber wir sollten das später noch machen. Sobald wir sichergestellt haben, dass im Tal der Schatten keine weitere Bedrohung ist, irgendeiner Frau. Euer Leben ist verwehrt! Euer Leben ist verwehrt! Also, sobald keine Gefahr mehr hier im Tal der Schatten besteht, zumindest nicht aus den Krypten, können wir noch eine Weile hier jagen. Das ist ein richtiger Schatten, oder? Nee, ein niederer Schatten. Du. Weg. Ah. Können wir ein bisschen hier jagen, um die letzten Fälle zu bekommen, wollte ich sagen. Wir müssen jetzt abermals rasten, wenn wir jetzt sauber. Weg. Einmal dich auf dich. Du sprichst ein Segen. Ich werde mich darum kümmern. Ja. Wenn das so weitergeht, kriegen die Fälle doch noch zusammen, bevor wir überhaupt wieder reingehen. Rein. Es soll geschehen. Hoffen wir mal, dass hier drin sich nichts verändert hat. Also nicht, dass hier die ganzen Mumien, Skelette, Zombies, Ghule, Gruftschrecken und ähnliches auch wieder alle da sind. Aber es sieht soweit ruhig aus. Ja. Fallen werden dementsprechend wahrscheinlich es soll auch geschehen. Nicht neu gespannt. Dahin. Paladin vor, Zwerg dahinter. So muss es sein. Also eigentlich andersrum, aber. Warten, bis alle da sind und dann da rein. Einverstanden. Hallo? Ganz vorsichtig, so bitte gut mal. Wie erledigt. Fehlgeschlagen. Probier das bitte gleich nochmal. Ja, bist noch zu schlecht drin. Was haben wir hier? Einen recht langen. Es sieht so aus, als wenn da gleich irgendein großer Raum kommt, voll mit Untoten. Oh oh. Lauf! Déjà-vu! Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Okay, da muss jetzt Magie aushelfen. Einmal ihn hier. Du zauberst magisches Geschoss auf alles, was bei Gwen in der Nähe ist. Du. Immer bereit! Vorwärts! So, lauf, 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 lauf. Oben ist immer noch ein Schütze. Vorwärts in den ruhmreichen Kampf! Ich bin wie immer bereit. Du auf den, du. Ebenfalls auf den. So gut wie erledigt. Mal hier unten rum abzukürzen. Okay, und dann auf den. Du solltest nicht ohne den Nahkampf. Okay. Wechsel auf Bogen. Schieß auf dich. Ah, es ist jetzt alles okay. Es war am Anfang ein bisschen viel auf einmal. Krieger haben die Gegner jetzt aber ordentlich an sich gebunden. Wir können nach und nach. Also gut. Mögen die Götter Ordnung euch gnädig sein. Du brauchst mich? Ein bisschen.